Aber es lag wirklich an der Maus. 43 Blöcke. Der ist am Enchantment Table. Willkommen zur nächsten Challenge. Ich bin nur noch am demselben Tag, wo ich die andere Challenge auch aufgenommen habe. Allerdings habe ich was verändert, und zwar habe ich einfach mal die Maus von meiner Mom genommen, von dem alten PC, an dem sie eh schon seit Tagen irgendwie eh nicht mehr dran war, ist mir aufgefallen. Und dachte mir, testest du mal vom Klickverhältnis, und die geht ab. Ich schätze, ihr werdet das diese Runde schon merken, wie schnell ich jetzt einfach schlagen kann. Ich weiß nicht, ob man das so sieht, aber das ist einfach jetzt unnormal geil, einfach nur. Vielleicht fällt es euch nicht so auf, aber mir fällt das einfach so mega krass auf. Und wenn ich die nicht benutzen würde, dann wäre ich mit der kleinen Maus, ich habe es auf Twitter und Instagram, könnt ihr euch das Foto ansehen, wenn ihr das seid. Könnt ihr auch auf mein Ding vorbeigucken, vielleicht seht ihr das dann. Oder vielleicht folgt ihr mir auch, ich poste da ab und zu was. Auch wenn was ausfällt auf Twitter und so. Ja. Oh Gott, ich glaube, ich müsste eigentlich irgendwas wieder online stellen, aber eigentlich ja eh nur die Hamster-Challenge. Um 7, aber die kommt erst, also die eine kommt erst morgen. Ja. Aber ich habe ja jetzt die neue Maus, vielleicht probiere ich die sogar nochmal irgendwann. Da mit der alten Maus, das war einfach unmöglich. Jedenfalls macht die vielleicht andere Klickgeräusche, kann auch sein, dass das jetzt ein bisschen ungewohnt alles ist. Je nachdem, kann passieren. Ich habe halt so gut alles eingestellt wie möglich. Habe ich die Challenge schon genannt. Wir dürfen einfach keine Tiere töten. Das ist die Challenge eigentlich. Mehr gibt es gar nicht so wirklich zu sagen. Das ist halt eigentlich nur die Challenge. Wir dürfen keine Tiere töten, da die Verwandten, da die halt befreundet mit den Hamstern sein könnten. Und ich habe sie euch eh eingeblendet, also ihr wisst schon Bescheid. Ja, und ich bin so froh, dass ich weiß nicht, ob das Schicksal war, dass ich so oft verkackt habe, weil ich glaube, hätte ich immer gewonnen, dann hätte ich nie nach so einer Maus geguckt. Ich hätte wirklich nie nach so einer Maus. Alter, die Map haben wir noch nicht so oft gespielt, oder? Also ich muss sagen, ich kann eigentlich irgendwie auch besser steuern, seit ich das Ganze mit dieser Maus mache. Die andere war über drahtlos, und die hat jetzt einen Draht. Das ist zwar ein bisschen nervig auch, muss man sagen, und sie ist halt größer, viel größer. Könnt ihr auch auf Instagram und Twitter sehen, wenn ihr Bock habt. Sie ist halt eigentlich viel größer, aber halt irgendwie, man kann besser schlagen und alles. Ich liebe diese Maus, ich habe mich verliebt in die Maus. Sie war so nett, und das war Schicksal, Leute. Ich kann einfach nur sagen, dass es Schicksal war, dass wir so oft verkackt haben. Kann mir nicht vorstellen, dass das ernsthaft gewesen sein könnte. So, da kommt eh der Erste schon auf uns zu. Ich würde sagen, wir gehen auch auf ihn zu. Tiere dürften wir ja nicht töten. Ich finde auch die ganze Steuerung alleine schon richtig geil jetzt. So. Oha. Der hat mich trotzdem ziemlich erwischt. Wahrscheinlich, weil ich mitten in das Geschehen gelaufen bin, wo die gerade gekämpft haben. Ich hätte den einen auskämpfen sollen, aber ich wollte halt den Kill haben, ne? Nee. So, hatten die irgendwas dabei? Ich darf ja keine Tiere töten, also. Not so gut. Der hatte Essen dabei. Jo, läuft. Läuft bei mir. Also, wie ihr seht, ich bin viel besser. Es kommt wirklich, man muss sagen, es kommt wirklich auch manchmal auf die Hardware und so an. Also halt auf Maus und. Das ist nicht einfach nur, wenn man schlecht ist, Leute. Kauft euch. Guckt in einem Shop von der Maus-Ding, wie ihr die bedienen könnt, wie schnell die klickt. Und dann, das ist so unnormal, sage ich euch, wie ihr euch denken werdet manchmal. Wie die abgehen dann. Ich habe es ja selber gemerkt, so denke ich mir, huch, die geht irgendwie voll gut. Habe ich schon Eisenbrust? Ich glaube nicht. Ne. Ich glaube, Leder ist eh fast genauso gut wie Gold, also daher. So. Ende der Welt. Oh. Da hinten ist noch ein Speedblock. Ach ja, und wenn ich halt,
Ihr seht einfach, ich hoffe, ihr merkt es. Wenn nicht, tut's mir, dann ist es irgendwie doof, aber ich merke das halt einfach so richtig. Seht ihr das, wie schnell ich den jetzt geschlagen habe? Sehr, also, vergleicht es mal. Also, ich kann mich nicht erinnern, dass ich immer so schnell geschlagen hätte. Ich habe auch das ganze Bild gepostet, halt, damit ihr sehen könnt, wie die Maus jetzt aussieht, wie groß und wie viel größer. Ja, ich labere euch zu viel, voll wieder. Aber ich bin einfach so begeistert von dieser Maus. Ich habe so geschrieben, schon so zu meiner Mom: Ich werde jetzt für den Rest meines Lebens deine qualitativ hochwertig schnell klickende Maus benutzen. Ich frage mich, ob es andere noch gibt, die genauso schnell schlagen. Vielleicht gibt es auch welche, die noch schneller schlagen. Hä? Ist der Spieler dort unten? Ich bin erstmal weg. Ich bin erstmal weg. Das lohnt sich nicht mehr gegen den, weil ich schon fast tot bin. Und wenn man stirbt, dann hat man ja auch nichts von. Deshalb ist Abhauen manchmal auch eine gute Lösung. Auch wenn ich jetzt besser im PvP bin, schaffe ich... Obwohl, ich habe es einmal getestet und dann habe ich einfach gleich die erste Runde schon mal gewonnen. Wenn das jetzt so gut läuft, dann bin ich so überglücklich. Wenn ich jetzt so mehrere Runden öfter gewinne und so. Wenn ihr wisst, was ich meine. Oh Gott, bin ich dumm. Bin ich dumm. Spring 10.000 Kilometer runter. Okay, das war vielleicht übertrieben, aber trotzdem, macht es doch. Ja, ist ja gar nicht schlimm oder so. Nein, nein, schau mal einfach runter. Jo, jo. Die anderen freuen sich drüber. Oh, jetzt hätte ich schon wieder gedacht. 101 Blöcke. Jetzt gehen sie wieder weg. Ich darf ja kein Tier töten, das ist das Schwierige in der Challenge. Und ich habe bald kein Essen mehr, wenn es so weiterläuft. Enchantment Table? Da hinten. Ich würde voll gerne jetzt enchanten, so. Okay, da ist noch weit genug weg. Haltbarkeit. Ich sehe zumindest stärker aus, als ich bin. Okay, das mit dem Essen wird langsam echt ein Problem. Kommt er eigentlich auf mich zu? Nee. Aber es wird trotzdem ein Problem. Oh, das ist schon Ende der Welt. Aua. Alter, ich bin so doof. Seht ihr, wie ich abgehe? Habt ihr das gesehen? Oh, da ist Fleisch. Alter, ist da viel Steak. Ich will das Steak, Junge. Give me the steak. Alter, Leute, wir haben keine Hungerprobleme mehr. Das ist so viel, sage ich euch jetzt. Ansonsten... würde ich sagen... läuft's bei mir jetzt seit Neues... Tim. Dumme Kuh. Nee, ich hab dumm gesagt. Obwohl sie das andere auch wäre blöd. Meine ich natürlich. Hat auch was davon, muss man ja sagen. So, ich habe ein paar Crafting Table noch. Ja, und dann würde ich sagen: Auf ins Geschehen! Obwohl, wir können auch warten, bis... Nee. Oh. Oh, da ist noch eine Kiste, die nehme ich noch. Essen haben wir eh schon genug. Pfeile höchstens noch. Pfeile sind immer gut, ja. Da haben wir auch schon über den Stack. Würde ich auch sagen, läuft. Eisen, brauchen wir Eisen überhaupt noch? Nee. Wir bräuchten Dias. Dias wäre es, was wir bräuchten. Natürlich wieder Fallschaden. Also Känguru habe ich manchmal das Gefühl... insgesamt, dass du an Känguru Fallschaden nimmst, da wärst du schon lange zweimal gestorben, wahrscheinlich. Zumindest bei mir.
Ich bin da immer so ein bisschen Pro, ne? In runterfallen beim K mit Känguru. Aber ich muss sagen, ich ha hab mir nicht vorstellen können, dass es wirklich so richtig krass an der Maus liegen könnte. Ich glaube, ich hätte auch nicht nachgeguckt, wenn ich immer ge wieder gewonnen hätte. Wenn ich jetzt nicht immer wieder verkackt hätte. Ich habe wirklich im Internet gegoogelt, gibt es irgendwelche Unterschiede zwischen Mäusen und so. Und dann denke ich mir, ja, ich könnte ja einfach mal die andere ausprobieren, ob die auch so. Ob die schneller klickt oder langsamer. Ich glaube, wir holen mal Täubchen, ne? Und vielleicht bin ich jetzt einfach so gut wie ungespielt. Tja, ich darf ja Fleisch essen, weil ich habe es ja nicht getötet, also. Ich weiß nicht, ob die Challenge überhaupt so gedacht war. Ja, bei dem lief's nicht so, ne? Bei dem lief's nicht so. Ich würde sagen, Endmatch. Baut sich der wo hoch? Nee, der kommt. Und ich würde sagen, ich komme ihm entgegen. Mit Liebe und Vorfreude auf den Gewinn. Und dann habe ich endlich mal wieder eine Challenge geschafft. Und das auf den ersten Versuch, Leute. Mit der neuen Maus. Nur fast probiere ich alle anderen Challenges, wo ich verkackt habe. Sogar die mit der Goldrüstung irgendwann nochmal. Wenn das wirklich jetzt irgendwie mal. Ich meine, wenn man so eine gute Maus hat, dann ist es vielleicht doch möglich, dass man so übel gut gewinnen kann. Aber es lag wirklich an der Maus. 43 Blöcke. Der ist am Enchantment Table. GG. Ich möchte sagen, ich habe die Challenge geschafft. Ihr seht, die Maus ist hammermäßig. Hammermäßig. Wenn ich jetzt jede Runde gewinnen würde, wäre es zwar irgendwie auch doof, aber es sind immer Leute dabei, die das öfter gewinnen. Ich glaube, ich habe nur eine Runde gebraucht, oder? Das war der erste Versuch, oder? Die Challenge war jetzt auch nicht schwer, muss man sagen. Aber ich habe jetzt ein neues Vertrauen und sagen wir, wie soll ich sagen? Ich habe jetzt neuen Mut, schwerere Challenges doch zu lassen. Also, ihr könnt ruhig ein bisschen schwer sein. Ihr müsst wissen, ich bin trotzdem nicht unbedingt der Beste, also daher kann es dann, naja, trotzdem mal scheitern. Weißt du was? Ich habe ja die Challenge gemacht, die mit dem Tieren nicht töten und nicht essen, quasi nur Hamster essen. Vielleicht mache ich die irgendwann nochmal. Und wenn ja, dann bin ich mal gespannt. Danke fürs Zusehen und ciao.